Heute möchte ich mit dir mein Lieblingsfest feiern, Sankt Martin. Die Laterne brennt schon. Noch können wir sie nicht sehen, denn es ist noch viel zu hell um uns herum. Aber nachher, wenn wir feiern, mache ich das Licht aus. Ja, wie du sehen kannst, ist es eine richtige, viel benutzte Bubenlaterne. Die hatte hier natürlich noch ein Draht und dann hatte sie einen Stock und da wurde sie dann von den Jungs mehr oder weniger achtsam durch das zunächst, als sie klein waren, weniger dunkle und später auf richtig dunklen Wegen geführt. Ja, und in der Biografiearbeit im Lebenshaus, da geht es einerseits um die Prozesse im Lebendigen, die wir durch die Mindmap-Methode des Lebenshauses immer besser verstehen können. Und andererseits geht es mir so um das Zukunfts-Ich, dir dieses Werden in uns, diesen Möglichkeitsmenschen in uns näher zu bringen. Und das ist ja quasi die Zukunft, das ist ja das Dunkle, das Neue, das unbekannte Land. Und schon immer war für das Unbekannte die Religion eine Möglichkeit, um uns mit diesem Geistigen, mit dem, was noch werden möchte, dem, was spirituell ist, zu verbinden. Und insofern können wir die christlichen Jahresfeste und natürlich auch alle anderen Religionen und ihre Feste nehmen als eine lebendige Metapher für unseren eigenen Weg hinein ins Dunkle. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Susanne Hofmeister, die Gründerin der BIL Akademie. Wenn dir das Video gefällt, dann weißt du, machst du mir eine Freude, wenn du auf Like drückst und natürlich empfehle meinen Kanal sehr gerne weiter. Sankt Martin. Da wird also diese Laterne angezündet und eigentlich versteht es sich schon von selbst, wenn wir dieses Laternenfest als eine Metapher nehmen für unser Ich, für diesen zarten, jungen, werdenden und verletzlichen Anteil unseres Selbsts. Dann versteht es sich von selbst, dass wir eine echte Kerze in unserer Laterne haben. Wir laufen mit ihr ins Dunkle hinein und gleichzeitig haben wir eben dieses Licht und dieses eine Licht im Dunklen leuchtet richtig hell. Und insofern geben wir unseren Kindern für ihr Leben ganz viel mit, wenn wir mit ihnen viel Laterne laufen. Diese echte Laterne, die brennt, die selbst gebastelt ist, die man in der Hand hatte, die kleinen, wurstelligen Finger, das von Jahr zu Jahr besser hingekriegt haben, zu malen, zu kleben, das Loch hineinzubohren für diesen Laternenkerzenhalter, dann natürlich den Stock. Und natürlich helfen wir, so viel es notwendig ist. Und dann mit den kleineren Kindern gehen wir hinaus, wenn es noch hell ist. Wenn aber schon der Himmel voller Abendrot ist, dieses wunderbare Novemberabendlicht. Und achtsam halten die Kleinen ihre Laterne mit ihrer Kerze. Und dann kommt der Wind und er bläst das Licht aus. Und dann mag das kleine Kind anfangen zu weinen. Und dann können wir sagen, was ist denn passiert? Nichts Schlimmes. Wir haben doch Zündhölzer dabei, wir können doch die Laterne wieder anzünden. Und auch hier braucht es Achtsamkeit. Wir brauchen unsere Hände um die Kerze herum, damit das Licht wieder leuchten kann. Und mit den älteren Kindern, besonders mit den wilden Jungs, die wollen natürlich das Abenteuer. Da warten wir, bis es dunkel wird. Und dann suchen wir wirklich dunkle Wege. Aber wir sind dabei
Und das gibt den Jungs die Sicherheit, die sie brauchen, und auch den Mädchen. Und dann wird die Laterne hin und her gewedelt, dann wird gerannt und dann wird erprobt, was kann ich alles machen, bevor das Licht wieder ausgeht. Wild wird sie auch über dem Kopf gewedelt. Und gleichzeitig wissen die Kinder, die Eltern sind dabei und sie haben Streichhölzer dabei, um jedes verloschene Licht wieder anzuzünden und um auch aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. So ist dieses Laternenfest wirklich ein Bild für die dunklen Tage in unserem Leben. Jetzt im November, wir haben die Zeit umgestellt. Abends wird es früh dunkel, wir halten Einkehr. Wir schauen schon auf das Jahr zurück. Was haben wir erreicht? Haben wir uns selbst einbringen können? Haben wir uns selbst verwirklichen können? Brennt und glüht und leuchtet unser Ich-Licht immer noch hell? Gelingt es uns jetzt, das Licht der Sommertage ja quasi umzustülpen in eine innere Aktivität, damit unser inneres Licht leuchten kann? Gelingt es uns, uns gedanklich hineinzuwagen in das dunkle und unbekannte Land des nächsten Jahres? Bernhard Lieverhut sagte, ein Ich-Mensch macht einen 10-Jahres-Bogen. Wo möchte ich mich sehen in meinem Zukunftswesen in 10 Jahren? Traue ich mir zu, große Visionen zu haben? Das ist der Blick hinein ins Unbekannte, ins Dunkle. Und gleichzeitig kann ich eben üben mit meinen Kindern oder die Kinder für sich selbst, mit meinem Licht Schritt für Schritt hineinzulaufen, ins Neue, ins Unbekannte. Ja, und dieses Laternenlicht, was eben auch ausgehen kann, wer kennt das nicht? Krankheit, Müdigkeit, Lebensmüdigkeit, Krise. Diese Situationen, besonders zum Jahresende, spüren wir sie heftig, in denen nichts mehr leuchten möchte in unserem Inneren. Und dann ist es gut, wenn wir uns verbinden können mit einem Fest wie St. Martin, wenn wir Mittel haben, wie dieses Streichholz der Eltern, mit dem wir unser inneres Licht Stück für Stück wieder zum Leuchten bringen. Und wenn wir erfahren durften, durch unser Leben hindurch, dass an jedem Tunnel es dieses lichte Ende gibt, diese Erwartung auf den nächsten Morgen, dass es immer wieder diesen Neuanfang geben wird. Ja, und gerade wenn wir Zukunftspläne machen und auch ein Stückchen wagemutig sind, dann ist es gut, uns zu fragen, wenn wir merken, die Angst taucht in uns auf, die Unsicherheit. Darf ich mir das zutrauen? Was werden die anderen sagen? Wie wird das ankommen? Habe ich genug Kenntnis? Habe ich genug Mut? Ja, dann hilft mir die Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Denn in diese Ungewissheit hinein im Dunklen ist es eben so, dass das, was wir noch nicht wissen, das, wovor wir uns fürchten, dass das gerne anfangen möchte zu wachsen und immer größer zu werden. Und dann hilft diese Frage, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, und wenn wir uns dieser Frage dann wirklich stellen, dann erkennen wir, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so groß. Ja, und welchen Notfallplan habe ich denn, wenn es eintreten würde? Und so
kann ich mit einem gesunden spirituellen Zukunftsrealismus dieses, wovor ich mich fürchte, so begrenzen, dass ich mich hineinwagen kann. Und so ist es ja auch mit dem Laternenlaufen. Denn was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass die Laterne lichterloh brennt. Ja, das Wachs, das kann auch wirklich funken und ein großes Leuchtfeuer ergeben. Naja, und dann wird jedes Kind die Laterne loslassen. Es wird sie fallen lassen. Es wird einen Riesenschreck bekommen. Ja, vielleicht im schlimmsten Fall wird es warm werden im Gesicht, aber auch das ist unwahrscheinlich, denn wir lassen die Laterne, die wir vor uns hertragen, ja sofort los. Und mit großem Geschrei wird die Mutter, wird der Vater gerufen und die haben natürlich eine alte Jacke oder etwas dabei, mit dem sie ganz schnell mit den Füßen die Laterne, das Feuer löschen können, austreten können. Und diese Erfahrung einmal gemacht zu haben und all die umstehenden Kinder haben die Erfahrung ja dann mitgemacht, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und wenn dann die Eltern trösten und nicht etwa schimpfen, denn wirklich brauchen wir geschimpft zu werden in dieser Situation? Wir sehen doch selber, was passiert ist. Wir brauchen doch Trost und Verständnis und vielleicht sogar diesen aufmunternden Satz: Du warst aber ganz schön wagemutig. Jetzt weißt du, was man alles machen kann mit einer Laterne und wo man eher vorsichtig sein kann. Ja, durch die Kindheit hindurch können wir den Kindern diese Sicherheit geben, dass es nicht wirklich schlimm ist, was passiert ist. Später brauchen wir selbst diese gesunde Selbsteinschätzung für die Frage, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Und so können wir Eltern mit unseren Kindern zum Laternenfest. Und natürlich gehe ich nicht nur am 11.11. mit meiner Laterne, sondern in dieser Zeit laufe ich immer wieder mit der Laterne, mit diesem einen Licht. Und ja, mit diesem Licht lebt dann die Frage, wer bin ich denn? Und wer möchte ich denn werden? Dieses Licht bereitet uns, die Kinder im Unbewussten und uns Erwachsene im Bewussten vor, wenn wir es wollen, auf das Licht an Weihnachten, über das wir dann auch noch sprechen werden in einem der nächsten Videos im Advent. Ja, und aus dem, was jetzt gesagt wurde, ergibt sich eigentlich von selbst, dass eine Laterne mit einem Batterielicht gar nicht für mich in Frage kommen kann. Denn mit dieser echten Laterne üben wir Achtsamkeit. Diese Zugeneigtheit, diese Wertschätzung und alles, was wertvoll ist, braucht eben Zuwendung. Und gleichzeitig üben wir auch unsere Mutkräfte, eben dieses Licht, von dem wir wissen, dass es verlöschen kann. Unser Lebenslicht, von dem wir auch wissen, es wird irgendwann verlöschen, mit ihm uns immer mehr ins Dunkle hinein zu wagen. In diesem Sinn wünsche ich dir, mit oder ohne Kindern, vielleicht läufst du ja einfach mit beim nächsten Laternenfest, eine wundervolle Laternenzeit. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Mein Licht brennt schön, könnt ihr es sehen? Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ja, beim Laternenlaufen wird natürlich viel gesungen.
Denn beim Laternenlaufen ist es wie mit dem Leben. Es braucht immer wieder den Mut. Und immer wieder haben wir auch ein bisschen Angst. Und da hilft Singen. Singen entängstigt uns. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Mein Licht brennt schön, könnt ihr es sehen? Rabimmel, rabammel, rabum.